Herzlich willkommen zur Verleihung des Goldenen Popcorn Guys 2016. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich immer sehr darauf, wenn wir einmal im Jahr unsere blockinterne Verleihung durchziehen. Mit eurer Hilfe, wir stellen auf, ihr wählt, ihr habt euch entschieden. Und dafür an der Stelle schon mal ein Dankeschön, dass so viele mitgemacht haben. Ich bin schon ganz gespannt, wie es ausgegangen ist. Ja, wir freuen uns, dass ihr so reges Interesse zeigt, dass ihr offensichtlich auch so manche unserer Empfehlungen wahrgenommen habt, dass ihr viele Filme geguckt habt. Ja, wir sind jetzt gespannt, wie die Wahl ausgegangen ist. Richtig. Wir beginnen aber mit einer Kategorie, wo ihr keine Wahl hattet, und zwar mit der Kategorie Popcorn Guy der Herzen. Das ist so, ja, unsere Kategorie, mit der wir einen Film vom vorangegangenen Jahr auszeichnen, den wir super fanden, aber der unterm Schirm der meisten lief und nicht so die Aufmerksamkeit hatte, die er eigentlich verdient. Und wir wollen mit der Kategorie einfach nochmal, ja, darauf hinweisen und da nachdrücklich einen Film empfehlen, der wirklich gut ist. Ja, dieses Jahr haben wir es uns mit der Auswahl sehr leicht gemacht, weil wir auch nur einen Film nominiert haben. Richtig, der Film, den wir nominiert haben und der natürlich dann vermutlich auch gewinnt. Ja, Victoria in Saal 3. Saal 3, ein kleiner Insider, ich durfte heuer die Karten schreiben. Ja, Victoria, deutscher Film, um eine spanische Studentin, die in Berlin mit einer Gruppe junger Deutscher durchs Nachtleben zieht und ja, einiges erlebt und auch in, ja, kriminelle Geschichten verwickelt wird. Das ist die Story. Aber das wirklich Erstaunliche an dem Film war, dass er ja in einem einzigen Take gefilmt wurde. Es ist also sozusagen eine lange Plansequenz, ein langer One-Shot. Ja, das ist der Reiz, den der Film ausmacht. Im Nachhinein habe ich mitbekommen, so sehr er gefeiert wurde, wurde er dann auch wieder kritisiert, weil die Geschichte ja an sich da gar nicht so besonders sei und so weiter und so fort. Aber ich meine, dass es so ein mutiges Projekt durchaus verdient hat, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, auch wenn die Geschichte jetzt an sich nicht einzigartig ist und mittlerweile ja auch ja, ein One-Take-Film ja auch nicht mehr so einzigartig ist. Es gibt ja jetzt mittlerweile wieder mehr. Aber ich meine, er hat Aufmerksamkeit verdient und ja, hat ganz zu Recht ja auch Lorbeeren eingefahren und bei uns auch den Popcorn Guy der Herzen. Ja, also unbedingt nachholen, allein schon deswegen, weil es ein super neuer deutscher Film ist und ich finde, gerade wenn so mutige Filmexperimente aus Deutschland kommen, sollte man das unbedingt unterstützen und da signalisieren, dass man auch in Deutschland Lust auf sowas hat. Genau. Fahren wir fort mit unserer ersten und auch neuen Kategorie, die wir dieses Jahr zum ersten Mal eingeführt haben. In den letzten Jahren hat sich abgezeichnet, dass das Kino und die Filmlandschaft ja nicht mehr der einzige Meilenstein für qualitative Unterhaltung ist, sondern auch viele Serien haben sich zu einer hochwertigen Unterhaltungsbranche oder in einer qualifizierten Unterhaltungsbranche hochgemausert. Und wir haben dieses Jahr auch einige Serien nominiert, die im Jahr 2016 entweder neu erschienen sind oder auch eine besonders herausragende, tolle Staffel abgeliefert haben. Und so durftet ihr wählen zwischen Dirk Gently's Holistische Detektei, Mr. Robot, Westworld, Game of Thrones und Stranger Things. Ja, ja, was davon hast du alles gesehen? Ich habe die erste Staffel Westworld, sechste Staffel Game of Thrones und erste Staffel Stranger Things gesehen. Fand ich alle drei, die ich gesehen habe, fand ich gut. Mich hat es bei Game of Thrones gefreut, dass sie im Vergleich zur fünften Staffel wieder eine Steigerung hatten, meiner Meinung nach. Also die sechste Staffel hat mir wieder ziemlich gut gefallen. Westworld, Auftakt, eine richtig coole Idee.
Bin gespannt, wie es da weitergeht. Also tolles Konzept, sieht auch super aus. Und Stranger Things war auch neu. Und das ist dann auch mein Liebling in der Kategorie. Also da habe ich mich für den entschieden. Diese ja, 80er Jahre Retro-Look-Serie hat eigentlich sofort irgendwie mein Herz erobert und ich habe die durchgesuchtet innerhalb von ein wenigen Tagen. War ja eine Netflix-Serie, die dann auch sofort komplett auf dem Markt war. Ja, also meine Wahl fällt auf Stranger Things. Geht mir genauso. Ich habe sie mittlerweile zweimal gesehen, die Staffel, und finde sie wahnsinnig gut. Was mir hier in der Liste fehlt, ist Westworld. Da habe ich noch nicht begonnen, möchte ich aber. Ich habe eben noch Dirk Gently, eine ja, sehr witzige und auch voller kreativer Ideen sprühende neue Netflix-Serie, auch mit Elijah Wood, ins Spiel gebracht, und Mr. Robot, was ich eben letztes Jahr auch nachgeholt habe. Diese beiden Staffeln, wo ich eben auch die zweite Staffel sehr, sehr stark fand. Aber letztlich müsste ich mich auch auf Stranger Things festlegen. Und wir wollen einmal nachschauen, wie ihr euch entschieden habt. Der Gewinner des Goldenen Popcorn Guides für die beste Serie 2016 ist Stranger Things. Mit 46% der Gesamtstimmen. Also durchaus eindeutig. Ja, also war anscheinend auch sehr beliebt, die Serie. Ich könnte mir vorstellen, am zweiten Platz war Game of Thrones vermutlich. Das ist korrekt. Ja, ja, aber freut mich sehr für Stranger Things. Ich kann es auch kaum erwarten, dass die Serie weitergeht. Bin gespannt, in welche Richtungen das geht, ob die Qualität erhalten wird. Ja, aber die erste Staffel war schon mal richtig, richtig cool. Machen wir weiter. Die nächste Kategorie lautet Beste Kamera und Schnitt. Auch da haben wir wieder ja, fünf Filme versammelt, wo wirklich tolle Kameraarbeit geleistet worden ist, wo ja, das Augenmerk dann wirklich darauf lag, das Visuelle des Mediums perfekt in Szene zu setzen. Und ja, wir gucken mal, wer die Nominierten in der Kategorie Kamera und Schnitt sind. 10 Cloverfield Lane. The Invitation, The Neon Demon. The Witch. Und The Revenant. Ja, also ich muss sagen, all diese Filme war die Kameraarbeit auffällig, auffällig gut. Ich kann aber bei der Kategorie fast nichts anderes machen, als The Revenant meine Stimme zu geben. Ich habe jetzt den Namen des Kameramanns Lubezki, glaube ich, heißt er oder Bin ich jetzt so. ehrlich gesagt auch überfragt. Aber es ist auf jeden Fall der Kameramann, der bei Birdman dabei war, der bei Gravity dabei war. Also ein Kameramann, der für lange Shots, für Plansequenzen bekannt ist und der da auch zu Recht schon einige Oscars gewonnen hat. Und ja, auch hier wäre The Revenant mein Favorit. Ja, ich habe mittlerweile bis auf The Neon Demon, der fehlt mir noch, alle Filme gesehen. Und da geht es mir aber auch wie dir. Auch wenn ich The Witch ganz hoch bei mir im Kurs steht, also den mag ich sehr, den Film, habe ich nachgeholt und fand ich richtig, richtig gut. Aber The Revenant hat es von seiner Kameraarbeit her so dermaßen überzeugt, dass ich mich auch hier für den entscheiden müsste. Schauen wir mal, was die Zuschauer sagen. Der goldene Popcorn Guy in der Kategorie Beste Kamera und Schnitt geht an The Revenant mit 70% aller Stimmen. Sehr eindeutig. Auf dem zweiten Platz stand hier übrigens The Neon Demon. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass der doch sehr unter dem Radar vieler läuft, aber doch wohl von einigen gesehen wurde. Ja, also ich habe ihn gesehen. Es ist so ein Revenant-Film, das heißt, das ist schon sehr speziell und ja, also es ist bei Revenant ist es ja, glaube ich, immer die Diskussion Style over Substance. Ja. Ja? Also da kann man auch diskutieren, denke ich, aber was auf jeden Fall auch bei mir jetzt als Revenant-Neuling hängen geblieben ist, sind auf jeden Fall die tollen Bilder und die tolle Kamera. Also da ist er eigentlich unangreifbar. Ja. Schauen wir weiter in der nächsten Kategorie: Bestes Kostüm und Maske. Ich meine, es ist eine Kategorie, die kann man auch gut übersetzen mit Atmosphäre, für mich persönlich, weil
für mich Kostüm und Maske dazu beiträgt, ob ich mich in einen Film hineinfühlen kann, ob ich das als ja, realistisch wahrnehmen kann. Und folgende Filme haben versucht, uns das möglichst gut darzubieten: The Neon Demon, The Revenant, Rogue One, A Star Wars Story Auferstanden. und The Hateful Eight. Ja, alles Filme, die entweder in einer bestimmten Zeit spielen und eben durch, ich würde sagen, historische Gewänder und Masken überzeugen müssen, oder die eine bestimmte Welt darstellen, wie jetzt eben Star Wars oder hier The Neon Demon, wo es ja um diese Model-Welt geht. Schauen wir mal nach, wer gewonnen hat. Der Popcorn Guy für bestes Kostüm und Maske fährt ein Rogue One mit 45% der Gesamtstimmen. Auch recht eindeutig. Recht eindeutig, ja. Ja, kann man eigentlich auch nichts dagegen sagen. Also Rogue One würde ich, kann man schon kritisieren, aber nicht in puncto Kostüm und Maske. Meine Stimme wäre an Revenant gegangen. Richtig, das war auch der zweite Platz. Ja. Ja, ich habe Rogue One auch genossen und ich denke, er hätte es verdient oder hat es verdient, eben bestes Kostüm und Maske zu bekommen. Aber ich hätte hier an der Stelle eben mich auch anders entschieden, muss ich auch zugeben. Die nächste Kategorie heißt Beste Effekte. Und die Nominierten in der Kategorie Beste Effekte sind The Jungle Book, Rogue One, A Star Wars Story. Arrival Zoomania. und The Revenant. Ja, schwierig, würde ich sagen. Bei The Revenant muss ich sagen, wie der Bär animiert war und der Kampf zwischen Leo und dem Bären, das war schon ganz, ganz großes Kino. Arrival hatte tolle Effektmomente. Zoomania ist ja als Animationsfilm sozusagen ein einziger Effekt. Ein Ein Effektfeuerwerk. Effektfeuerwerk, genau. Aber schön gemacht auf jeden Fall, hat mir gut gefallen. Rogue One hatte tolle Effekte. The Jungle Book aber auch. The Jungle Book hat wirklich ganz, ganz krass diese Tiere animiert und es ist so ein bisschen so vom Level her so wie Life of Pi, aber noch ein bisschen mehr sogar noch und das aber nicht nur mit einem Tier, sondern also wirklich ganz, ganz viele. So, die haben einen großartigen Dschungel da entworfen, haben auch den Oscar gewonnen und meine Stimme geht auch an The Jungle Book. An dieser Stelle muss man sagen, Effekte bezieht sich ja doch nicht nur auf computergenerierte Effekte, sondern im Falle von The Revenant eben auch Darstellung, ja, praktische Effekte, Blut, das irgendwo rausspritzt oder ja, einfach auch Rauch und wie das eingesetzt wird, dann muss ich sagen, bei Effekten denkt man ja doch zuerst eher an die CGI. Geschichten. Aber sollte man ja hier auch erwähnen, dass zu Effekten noch etwas mehr gehört. Ja, also vielleicht sollte man da auch Star Wars Rogue One auch erwähnen, wo, glaube ich, wieder relativ viele Modelle auch gebaut wurden Genau. und auch Sets und so weiter. Also das fällt auch in die Kategorie, das stimmt. Wir gucken mal, wer der Gewinner ist. Den goldenen Popcorn Guy für die besten Effekte gewinnt Rogue One, A Star Wars Story mit sehr starken 54% der Stimmen. Hier würde ich wirklich sagen, sehr verdient. Also ich glaube, in Effekten, das hat mich persönlich eben am meisten gefreut, jetzt an der neuen Generation Star Wars Filme, dass die wieder ein bisschen mehr auf diese praktischen Effekte setzen. Und das ist, glaube ich, etwas, das man gut honorieren kann. Auf jeden Fall. Die nächste Kategorie bezieht sich auf Filme, die sich anhand einer Vorlage, ja, bilden, die beste Adaption. Nominiert sind in dieser Kategorie Deadpool, The Revenant, Arrival Nocturnal Animals. und Raum. Welches Buch hast du gelesen? Ich besitze einen Deadpool-Comic. Ansonsten gar nichts. Ich habe dieses Mal auch nur ein einziges Buch von dieser Gruppe gelesen, und zwar den
Roman zu Raum. Der Film geht ja um Brie Larson, die als entführte Mutter 5 Jahre lang mit ihrem Sohn in einem Bunker, in einem kleinen Raum eingesperrt ist. Und das Buch, die Vorlage dazu, war ziemlich interessant, weil die nämlich wirklich aus der Sicht eines 5-Jährigen geschrieben ist. Also kurze Sätze, auch die Wortwahl und so weiter, wirkte wirklich sehr, sehr authentisch. Und ja, in dem Sinn war es auch interessant, wie das im Film umgesetzt wurde. Im Film ist es dann natürlich noch stark durch die Perspektive von Brie Larson, also von der Mutter, ergänzt worden, die jetzt im Buch hat man nicht die Möglichkeit, in ihre Perspektive zu gehen. Aber ich muss sagen, dass das wirklich gut adaptiert worden ist. Und ja, meine Stimme geht deswegen an Raum. Ja, ich habe den Film nachgeholt, fand ihn extrem beeindruckend. Ein sehr schweres Stück Film, das man aber auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film nochmal sehen will. Im positivsten Sinne, muss ich sagen. Ja, aber man muss, glaube ich, auch sagen, man ist am Ende nicht nur deprimiert. Also es ist schwer, der nimmt einen mit und so, aber der hat auch etwas sehr Optimistisches auch und etwas sehr Schönes in sich, der Film. Also man sollte den auf jeden Fall mal angucken. Es kann einem schwerer fallen, wenn man selber Kinder hat, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, und man sollte sich darauf einstellen, dass es jetzt kein unterhaltsamer Popcorn-Abend wird. Richtig. Schauen wir mal, wie ihr euch entschieden habt. Den Popcorn-Guy für die beste Adaption gewinnt Deadpool mit 32%. Also hier war die Wahl offensichtlich je weniger eindeutig ausgefallen. An zweiter Stelle stand hier Arrival. Ja, gibt es ja auch eine Vorlage. Habe ich aber wenig Ahnung davon, wie die genau ist oder wie die dann auch unterschiedlich zum Film ist. Ja, aber überrascht mich jetzt nicht, dass Deadpool gewonnen hat, weil der war ja doch sehr populär und ich glaube auch, dass durch den Film die Zahl der Comicleser nochmal in die Höhe gegangen ist. Durchaus und für mich persönlich eine der besseren Comicverfilmungen. Ich bin nicht der ganz große Fan davon, ich finde die meisten Marvel-Filme nicht sonderlich gut, aber Deadpool hat mich wirklich überzeugt, fand ich richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht und ist an dieser Stelle, finde ich, auch verdient. Auch wenn ich jetzt, wenn ich es gegenüberstelle, Arrival schon besser finde, auch wenn ich die Vorlage nicht kenne. Ja. Wir bleiben im Drehbuchbereich und jetzt geht es in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch um originelle, eigenständige Ideen. Sehr, sehr wichtig bei Filmen. Ich glaube, es war Hitchcock, der gefragt wurde, was ist das Wichtigste beim Film? Und er hat gemeint, 3 Sachen, das Drehbuch, Drehbuch, Drehbuch. Ja, finde ich auch. Also Drehbuch ist sehr wichtig. Hat der Hitchcock schon recht gehabt. Nominiert sind dieses Jahr in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch Midnight Special. The Invitation. The Hateful Eight. The Lobster. Und Swiss Army Man. Ja, 2 Filme sind drin, die wirklich sehr, sehr speziell sind, nämlich Swiss Army Man und The Lobster. Swiss Army Man, Daniel Radcliffe als furzende Leiche und The Lobster, Colin Farrell als Typ, der in einem Verkupplungshotel ist und wenn er niemanden findet und Single bleibt, in ein Tier verwandelt wird. Ja, schon sehr spezielle Geschichten, aber ich muss sagen, genau das mag ich an den 2 Filmen. Und ja, am meisten, muss ich sagen, hat mir dann schon die Idee von The Lobster gegeben. Also es war sehr, sehr unterhaltsam, aber man kann auch sehr viele ja, gesellschaftskritische Parallelen und Hinweise auf so, ja, das moderne Beziehungs- und Single-Leben und so weiter ziehen. Also ja, meine Stimme geht an diesen außergewöhnlichen Film. Ja, ich würde diese beiden, The Lobster und Swiss Army Man, habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß eben das, was du mir erzählt hast. Und das sind auf jeden Fall herausragende Ideen, wenn ich jetzt gegenüberstelle, Hateful Eight, okay, so kammerspielartige, ja, Crime-Thriller-Geschichte, The Invitation,
glaube ich, ist gut, wenn man da nicht zu viel verrät. Und Midnight Special, ja, hat ein bisschen was von einem Superheldenfilm, aber durchaus, also sehr spannend auch erzählt. Aber da würde ich eben die beiden gegenüberstellen und auf jeden Fall als die kreativeren Ideen abstempeln. Ja. Schauen wir mal, für was die Zuschauer abgestimmt haben. Wir haben hier viele Filme, die eher unbekannt sind. Also ist immer spannend dann, weil es ja auch Rückschlüsse drauf gibt, was die Leute wirklich gesehen haben. Ja. Gewonnen, bestes Originaldrehbuch hat The Hateful Eight mit 50%. Ja, ich meine, dass das wohl auch der populärere Film von denen war, den wahrscheinlich die meisten gesehen haben. Spannend, in dieser Kategorie finde ich, dass The Lobster an zweiter Stelle stand. Ah, das ist ein Film, von dem ich dachte, dass er so dermaßen unter dem Radar war. Also ich weiß gar nicht, wo der, oder ne, ich glaube, er hatte keinen deutschen Kinostart, oder? Ich glaube nicht. Es kann sein, dass er dann irgendwann nochmal in Kinos lief, auch wegen Oscar-Nominierung, war er auch Drehbuch nominiert. Aber er hatte keinen regulären Kinostart in dem Sinn und kam dann direkt auf DVD raus. Es gibt, wo ich den Film mir gekauft habe, gab es nicht mal eine deutsche Blu-ray. Also wirklich ganz, 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 ganz Spaten-Kino. Ja, schade. Sehr schade, aber auf jeden Fall, also wer etwas übrig hat für obskure Liebesgeschichten, der, glaube ich, ist da gut aufgehoben. Muss man aber auch deutlich sagen, ist auch nicht unbedingt jeder Mann und jeder Fraus Sache. Also der Humor ist schwarz und wahnsinnig trocken. Ja. Also, ja, muss man mögen, auf jeden Fall. Ja, wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns einen weiteren wesentlichen Teil. Also da muss ich Alfred Hitchcock schon ein bisschen widersprechen. Was für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig bei einem Film ist, ist die Musik. Musik transportiert die Gefühle. Musik gibt den Bildern, die zu sehen sind, noch ein Stück Tiefe. Und so wurden im Bereich Filmmusik nominiert The Neon Demon, Der Nachtmahr, Sing Street, Captain Fantastic und The Hateful Eight. Ja, allesamt tolle Soundtracks, auch sehr unterschiedliche Soundtracks. The Hateful Eight möchte ich erwähnen, weil ja, das wirklich ein Film war mit einem Score von Ennio Morricone, wo man danach wirklich, wenn man aus dem Kino rausgegangen ist, so die Titelmelodie summen konnte. Mhm. Und das passiert sehr, sehr selten so in letzter Zeit, dass so einprägsame Soundtracks gemacht werden. Meine Wahl fällt aber auf Sing Street. Da ist einfach Handlung und Musik ist natürlich ganz stark miteinander verknüpft. Es geht um diese Band in Dublin Mitte der 80er Jahre, die sich formt, eine Schülerband, die dann eben ihren Sound finden und verschiedene Vorbilder haben, von The Cure bis Duran Duran und so weiter. Und ja, also sehr, sehr sympathische und auch ziemlich gute Lieder, muss ich sagen. Und ja, Sing Street ist da meine Wahl. Ja, würde mir ähnlich gehen. Was ich aber doch noch hervorheben möchte, ist Der Nachtmahr, ein deutscher Film. Auf den werden wir später auch nochmal zu sprechen kommen, weil er nochmal nominiert ist. Ja, ein eindeutig deutscher Film, ein Film, der ja offensichtlich nicht allzu viel Budget auch gehabt hat, der vom Regisseur mehr oder weniger selbst finanziert wurde, der aber auf jeden Fall einen Blick wert ist. Also den möchte ich sehr empfehlen. Es zeigt mal wieder, neben Victoria zum Beispiel, was deutscher Film auch kann. Ja, leider halt auch sehr, sehr unbekannt. Leider. Aber vielleicht nach unserem Video endet sich das ja schlagartig. Ja. Und wir lösen einen Hype aus. Wer weiß. Wer weiß. Dann kommt neben dem Kino Plus empfiehlt Aufkleber auf die Blu-rays noch die Popcorn Guys empfiehlt. Richtig. Schauen wir mal nach, wer das Rennen gemacht hat bei der besten Filmmusik. Den goldenen Popcorn Guy für die beste Filmmusik erhält The Hateful Eight mit 45%. Ja, Tarantino freut sich. Grüße an der Stelle. Aber auf jeden Fall verdient. Also toller Soundtrack, den ich mir auch gekauft habe und auch ab und zu so nebenher laufen lasse, muss ich sagen. Ja, kann man auf jeden Fall gut reinhören. Was mich hier wieder überrascht, an zweiter Stelle steht The Neon Demon. Also wieder mal
macht es deutlich, der Film ist doch nicht so unbekannt, wie ich dachte. Ja, also ich muss sagen, obwohl ich jetzt bei Neon Demon aus dem Kino gegangen bin und jetzt nicht komplett begeistert war, ich habe ihn mir trotzdem gekauft, weil ich dem Film nochmal eine zweite Chance geben will. Das heißt, irgendwo arbeitet da noch was. Und das ist ja nicht das schlechteste Zeichen. Ich finde es ja spannend bei den Nicholas Winding Refn Filmen, nachdem dieser Hype nach Drive aufgegangen ist und die Leute ja also richtig gespannt waren, was kommt als nächstes, dann kam ja so eine leichte Enttäuschung, weil ja Refn nicht diese Schiene weitergegangen ist. Also Drive ist auf jeden Fall für mich der offenste und unsperrigste Film. Wer seine Filme kennt, weiß, dass er sehr, ja, sehr wenig Wert auf Mainstream legt, dass er ja deutlich macht, dass er eine Vision hat und die zieht er gnadenlos durch. Und da finde ich es beeindruckend, wie straight er da ist und wie er das da so durchzieht. Ja, also ich möchte dem Film auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, aber es ist schön zu sehen, dass dann auch so ein Regisseur mit einer eigenen Vision und seinem eigenen Kopf dann doch auch so treue Zuschauer hat, die ihn dann hier auch wählen. Ja. Ja, wir kommen in die schauspielerischen Kategorien und beginnen mit den Damen, und zwar mit der Kategorie Beste Nebendarstellerin haben wir eine tolle Sammlung. Shailene Woodley für Snowden. Jennifer Jason Leigh für The Hateful Eight. Rachel McAdams für Spotlight. Tammy Blanchard in The Invitation. Und Morena Baccarin für Deadpool. Ja, ich habe alle Filme gesehen. Und ja, boah, auf wen lege ich mich fest? Das ist nicht leicht. Ich glaube, dass ich, als ich gewählt habe, als ich selber gewählt habe, mich für Tammy Blanchard entschieden habe, für The Invitation, weil sie doch den Film auch sehr stark geprägt hat und so für diese, ja, unterschwellige Bedrohung und dieses Gefühl, dass irgendwas hier bei der Handlung überhaupt nicht stimmt, also irgendwas ist da passiert, da hat sie einen großen Teil dazu beigetragen, dass so dieses Gefühl beim Zuschauer da war. Viel mehr kann man zu The Invitation eigentlich nicht sagen, ohne zu spoilern. Deswegen lasse ich es mal. Aber ich habe mich für die Tammy entschieden. Ja, mir geht es da ganz, ganz ähnlich. Ich kann mich kaum entscheiden. Muss aber sagen, ich finde Rachel McAdams sehr gut und fand sie auch in Spotlight sehr, sehr gut und würde mich an dieser Stelle für sie entscheiden. Schauen wir mal, wer letztendlich gewonnen hat. Der Goldene Popcorn Guy für die beste Nebendarstellerin 2016 geht an Jennifer Jason Leigh, The Hateful Eight. Ja, das dürfte jetzt schon der dritte Popcorn Guy für Ja, The Hateful Eight sein. Also, ja, ein kam sehr gut an, beliebter ne? Film, aber auch zu Ja. Recht, auch wenn ich sagen muss, ist jetzt nicht der stärkste Ja. Tarantino. Ich finde ihn besser als Django Unchained. Django Ich auch. Unchained. Also war sehr, sehr angetan im Kino, hat viel Spaß gemacht. Ja. Wegen Jennifer Jason Leigh gibt es doch so eine lustige Anekdote zu The Hateful Eight. Es gibt diese Szene, wo Kurt Russell eine Gitarre zerschlägt in dem Film. Und Kurt Russell, ich weiß nicht, dachte er anscheinend, dass das einfach nur so eine Requisite ist. Aber es war tatsächlich eine ganz, ganz alte und ganz, ganz wertvoll teure Gitarre. Jennifer Jason Leigh muss das gewusst haben, den Wert der Gitarre, und hat dann aber doch die Szene durchgeactet und sich nichts anmerken lassen, obwohl ihr Kollege da ja gerade mehrere tausend Dollar wahrscheinlich zu schlagen Ja, hat. also man kann in ihrem Gesicht diesen Schmerz sehen, Ja. wie sie bemerkt, ja, haut jetzt diese Gitarre zusammen und wie sie dazu zusammenzuckt. Also eine echte Reaktion, die von Kurt Russell einfach gar nicht Ja. wahrgenommen wurde, weil die Gitarre eigentlich noch ausgetauscht werden sollte gegen eine Requisite, aber das hat er nicht gecheckt. Ja. Ich glaube, das Museum, aus der diese Gitarre ausgeliehen wurde, hat danach festgelegt, dass sie nie wieder etwas verleihen. Ja, alles wegen Kurt Russell. Ja, wir schauen weiter in die Kategorie bester Nebendarsteller.
In dieser Kategorie wurden nominiert Mark Ruffalo für Spotlight, Samuel L. Jackson für The Hateful Eight, Tom Hardy in The Revenant, Aaron Taylor-Johnson für Nocturnal Animals und John Goodman in 10 Cloverfield Lane. Ja, auch herausragende schauspielerische Leistungen. Ich muss sagen, in der Kategorie war die größte Überraschung für mich Aaron Taylor-Johnson in Nocturnal Animals. Einfach deswegen, weil das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war in Godzilla. Und da war es halt wirklich so, ja, keine Ahnung. Also der konnte mich als Hauptdarsteller da nicht überzeugen und nicht mitreißen und war wirklich wenig los, auch mimisch. In Nocturnal Animals hat er die Möglichkeit gehabt, einen Bösewicht quasi zu spielen. Und das hat er wirklich sehr, sehr unangenehm und gut gemacht, so einen Südstaaten-Prollo, so ein bisschen. Also das hat mich sehr überrascht und deswegen wollte ich auch, dass er hier in der Kategorie ist. Entscheiden würde ich mich aber trotzdem für Tom Hardy, der in The Revenant wirklich in seiner Rolle verschwunden ist. Und also Leo war super in The Revenant, aber Tom Hardy war einfach dieser Typ. Also finde ich immer wieder krass, wie Tom Hardy in seinen Rollen da aufgeht und wie unterschiedlich der spielen kann auch. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn es der wird. Ja, Tom Hardy ist auch mein Favorit, muss ich eindeutig sagen. Der hat dem Film nochmal so richtig, richtig was gegeben, so richtige Würze. Ja. Schauen wir nach, wie ihr euch entschieden habt. Den goldenen Popcorn Guy als bester Nebendarsteller gewinnt. Ich habe mich hier offenbar vertan. Es ist Tom Hardy. Ich habe hier Leonardo DiCaprio aufgeschrieben. Warum auch immer. Erinnert mich jetzt gerade sehr an die Oscars. Ja. Bist nicht sicher, dass nicht irgendwo Moonlight steht? Ich bin mir sehr sicher, dass Tom Hardy diesen Popcorn Guy erhält. Ja. Absolut verdient. Ja, freut mich auch, dass The Revenant anscheinend auch viele Zuschauer hatte und sich da die breite Zuschauermasse dann eben nicht nur auf den Leo konzentriert, sondern eben auch den Tom Hardy würdigt. Machen wir weiter. Geht wieder um die Damen. Die Kategorie beste Hauptdarstellerin nominiert sind Amy Adams für Arrival, Anya Taylor-Joy für The Witch, Caroline Gensko für Der Nachtmahr, Brie Larson in Raum und Mary Elizabeth Winstead 10 Cloverfield Lane. Allesamt tolle Darstellerinnen, wobei man sagen muss, da auch viele Darstellerinnen sind, die eigentlich allein den jeweiligen Film getragen haben, kann man schon fast sagen. Also Amy Adams hatte natürlich tolle Co-Stars, aber ich würde sagen, 80-90% des Films hat sie dominiert. Caroline Gensko auch in Der Nachtmahr. Ich muss aber sagen, ich kann da nicht anders als Brie Larson meine Stimme zu geben. Die Oscar-Gewinnerin auch vom letzten Jahr für Raum, die hier ja ganz, ganz tollen und auch eine wirklich anstrengende und fordernde Rolle durchspielt und eigentlich als Co-Star nur ihren ja, kleinen Jacob Tremblay hat, mit dem sie aber super harmoniert hat. Also ich habe zu keiner einzigen Sekunde da irgendwie dieses Mutter-Sohn-Verhältnis in dem Film irgendwie angezweifelt. Es war wahnsinnig authentisch. Eine ganz, ganz starke Schauspielerin, von der ich hoffe, dass man sie in Zukunft noch oft sieht. Also für mich ist es Brie Larson. Ja, ich schwanke hier an dieser Stelle zwischen Anya Taylor-Joy in The Witch, eine junge Darstellerin, die jetzt ja hoffentlich aufstrebend viele Rollen einnehmen wird, die sehr viel kann, und Amy Adams. Ich fand die beiden extrem stark in ihren Filmen, Brie Larson natürlich auch, aber ich müsste mich zwischen den beiden entscheiden und würde wohl letztlich auf Amy Adams gehen, weil mir einfach Arrival so gut gefallen hat dieses Jahr. Ja, schauen wir mal, wer letztendlich gewonnen hat. Die beste Hauptdarstellerin 2016 ist Amy Adams für Arrival. Hooray! Mit 46% aller Stimmen, also ziemlich eindeutig. Recht eindeutig. Ja. Zweite Stelle stand hier eben Brie Larson für Raum. Ja.
sehr verdient. Ich denke, Amy Adams wird sich sehr freuen, wenn sie von ihrem Gewinn erfährt. Nachdem sie ja bei den Oscars leer ausging, Ja. hat sie dann wenigstens einen goldenen Popcorn gehabt. Ist ja auch was. Ja, ist auch was. Kann ich aber bei den Oscars ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum man sie übergangen hat und Meryl Streep zum gefühlt 50. Mal nominiert hat. Ich glaube, Meryl Streep, die hätte auch ihren Spaß bei der Veranstaltung gehabt, wenn sie mal nicht nominiert wäre. Ja. Und Amy Adams hätte man da durchaus auch ins Rennen werfen können. Aber dafür sind wir ja da, dass wir die Fehler der Academy korrigieren. So ist es. Genau. Schauen wir weiter in die Kategorie bester Hauptdarsteller. Hier sind nominiert Leonardo DiCaprio für The Revenant, Daniel Radcliffe für Swiss Army Man, Jacob Tremblay in Raum, Peter Simonischek für Toni Erdmann und Viggo Mortensen für Captain Fantastic. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich unsere Zuschauer für den Leo entscheiden. Ja. Also weil er einfach gerade auch bei unseren Bloglesern, glaube ich, auch sehr beliebt ist. Der hat ja auch schon mal Nebendarsteller für Django Unchained, hat er ja auch schon einen Popcorn-Guy schon mal in der Tasche. Ja, ich selber tue mich schwer, weil ich eigentlich alle Darstellungen sehr mochte. Das sind sehr unterschiedliche Darstellungen auch, kann man auch schwer untereinander vergleichen. Ich möchte aber, um auch mal einen anderen Film so ein bisschen hervorzuheben, möchte ich mich für Viggo Mortensen entscheiden in Captain Fantastic. Geht es um einen Familienvater, der zusammen mit seinen Kindern so eine Art Gesellschaftsaussteiger ist und mit seiner Familie im Wald lebt und selber unterrichtet und lehrt über die Sachen, die er für richtig findet, weil er eben die Gesellschaft aus verschiedenen Gründen, Kommerzgründen und so weiter, schlecht und verkommen findet. Dann ist er aber dazu gezwungen, mit seiner Familie dann doch in die reale Welt zurückzukehren. Und ja, muss dann da eben gucken, wie seine Ideologie und seine Erziehung mit dem, was ihn da erwartet, so aufeinander prallt. Und Viggo Mortensen ist ein richtig cooler Typ. Ich mag den und fand es auch cool, dass er bei den Oscars nominiert war für Captain Fantastic. Ich würde ihm gern hier meine Stimme geben, auch wenn ich glaube, dass es nicht viel bringt. Ja, an dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich drei von diesen fünf Filmen gar nicht gesehen habe. Nämlich Swiss Army Man, Toni Erdmann und Captain Fantastic. Die sind mir leider entwischt. Toni Erdmann werde ich demnächst nachholen, weil er am Tag nach den Oscars auf Amazon Video erschienen ist. Also die haben sich schon vorbereitet. Mhm. Die werde ich bald nachholen, aber ja, an dieser Stelle kann ich auch nicht anders als eben Leo als meinen Favoriten zu wählen. Schauen wir doch mal. Vielleicht gibt es ja doch eine Überraschung. Die Überraschung sieht folgendermaßen aus: den Goldenen Popcorn Guy als bester Hauptdarsteller gewinnt Leonardo DiCaprio mit starken 62%, also doch recht eindeutig. Das ist sehr eindeutig, ja. Zweiter Platz? Am zweiten Platz steht Peter Simonischek als Toni Erdmann. Finde ich interessant, ja? Weil ich ja auch dachte, dass der relativ unter dem Radar läuft, ja? Dass er zwar in aller Munde ist, aber ja, noch nichts von so vielen gesehen wurde, weil er doch nicht in so vielen Kinos läuft, also bei mir in der Gegend zumindest nicht. Ja, vielleicht haben durch den Oscar-Buzz dann doch ein paar noch zugeschlagen und den Film dann doch noch gesehen, könnte ich mir vorstellen. Genau, könnte sein. Freut mich, dass er doch so hoch im Kurs. Ja, war auch eine echt coole Darstellung, also wir haben den auch zu Recht nominiert. Wir kommen zur vorletzten Kategorie, nämlich beste Regie, sozusagen unsere Kategorie der Zirkusdompteure, die einen Film eigentlich an allen Ecken und Stellen zusammenhalten müssen und dann ja, dadurch zeigen können, ob sie ein guter Regisseur sind oder nicht. Wir haben nominiert Denis Villeneuve, Arrival. Akis für Der Nachtwar. Lenny Abrahamson, Raum. Alejandro González Iñárritu für The Revenant. Dann Trachtenberg, 10 Cloverfield Lane. Ja. Ja. Tolle Regisseure. Iñárritu hat sich so über die letzten Jahre zu einem meiner ja, Lieblingsregisseure gemausert. Das fing schon mit ja, Filmen wie 21 Gramm und Babel und so weiter an. Ist dann in Birdman fortgesetzt worden, den ich echt super fand. Und The Revenant ist auch ein super Film.
Akis, hast du schon was gesagt zu der Nachtma? Da finde ich, ist es die besondere Leistung, dass er ja sein Traumprojekt der Nachtma eigentlich selber verwirklicht hat, auch mit eigenen finanziellen Mitteln, weil er keine andere Möglichkeit findet, den Film zu realisieren. Er hat es eigentlich selber bestimmt. Trachtenberg und Abrahamson haben Filme auf engstem Raum gedreht. Was auch immer eine Herausforderung ist, denke ich, dass man einen Film, wo es eigentlich wenig Szenenwechsel gibt, den dann doch spannend inszeniert über eine Lauflänge von 90, 100 Minuten. Aber ich entscheide mich für Denis Villeneuve. Genauso wie Iñárritu, meiner Meinung nach einer der besten aktuellen und jüngeren Regisseure. Da habe ich viel Hoffnung in den Mann. Hat mich persönlich auch noch nie enttäuscht. Ich finde alle Filme, die ich von dem kenne, super bis genial. Und genauso Arrival auch. Also ich bin für Villeneuve. Ja, das kann ich nur voll unterschreiben. Gerade diese beiden Regisseure sind für mich so die große Hoffnung der Filmlandschaft, wo viele alte, große Meister jetzt ja doch nicht mehr so toll abliefern. Und muss man auch ganz deutlich sagen, viele qualitativ eher minderwertige Filme erscheinen, sind das zwar Lichtgestalten, die mich noch nie enttäuscht haben, wo ich auf jeden Fall jeden neuen Film anschauen werde und die einfach immer überzeugen. Wir schauen mal, wie ihr euch entschieden habt. Der Goldene Popcorn Guy für beste Regie geht an Alejandro González Iñárritu mit ganz starken 67% der Stimmen. Ja, ich glaube, dass es hier auch wieder die Popularität des Films ist. Revenant haben doch die meisten wohl gesehen. Und also muss man wirklich sagen, absolut verdient. An zweiter Stelle stand hier eben auch Arrival, Denis Villeneuve. Ja. Glaube ich, macht ganz deutlich, welch guten Filmgeschmack unsere Leser, Zuschauer, Zuhörer haben. Richtig. Bei Iñárritu muss man noch dazu sagen, die Leistung bei The Revenant besteht darin, dass er mit seiner Crew wirklich unter den härtesten Bedingungen gedreht hat, weil er dieses Authentische haben wollte. Also der wollte wirklich, dass man das Wetter, die Natur, die Kälte, diese ganzen Widerstände und so weiter wirklich spürt. Er hat auch nur bei natürlichem Licht gedreht. Also ich habe auch gehört, dass er dann quasi am Set auch viele in der Crew auch so ja, zum Wahnsinn eigentlich getrieben hat mit seinen Anforderungen. Es war bestimmt nicht leicht, Teil der Crew von The Revenant zu sein. Aber ich finde, das Ergebnis ist super. Und ja, freut mich auch, dass wir das auszeichnen konnten. Ja, gerade die sehr fordernden Regisseure, die ein bisschen so an der Grenze zum Wahnsinn schweben, Ja, das sind ja meistens dann doch auch die Besten. das stimmt. Ja, kommen wir zur letzten und möglicherweise wichtigsten Kategorie, nämlich der beste Film des Jahres 2016. Hier an dieser Stelle wurden nominiert Swiss Army Man, The Witch, The Revenant, Nocturnal Animals, Arrival, Der Nachtmahr, The Invitation, The Lobster Raum. und Captain Fantastic. Ja, alles Filme, die bisher schon in verschiedensten Kategorien auftauchten, manche mehr, manche weniger. Und ich meine alles Filme, die ja nicht unbedingt auf den großen Schirm liefen, die nicht unbedingt in allen Kinos waren, aber die für uns so doch ja, einfach die Perlen dieses Jahres waren. Ein Jahr, das haben wir in unserem Jahresrückblick ja schon festgestellt, grundsätzlich ja nicht das Allerstärkste war, das eher schwach war, aber doch, wie man hier sieht, so einige Perlen hervorgebracht hat. Das ist richtig. Also das sind auf jeden Fall Filme, von denen ich sagen würde, die will ich mir alle ins Regal stellen. Das ist für mich dann auch immer so mit ein Punkt, wenn ich mir einen Film ins Regal stelle, dann ist das für mich ein guter Film. Die Speerspitze von der Kategorie ist für mich ja, Revenant, Raum und Arrival. Das sind für mich so die oberen drei. Und muss man sich natürlich jetzt entscheiden, es ist sehr schwer, aber ich entscheide mich für Arrival. Arrival war dann so im ausklingenden Kinojahr, so, wo man dann schon gemerkt hat, ach, so toll war das jetzt irgendwie alles nicht. Wirklich so ein Lichtblick. Also ich war ganz, ganz froh, dass der Film dann noch am Ende 2016 ins Kino kam. Ein toller Science-Fiction-Film mit einer der
ja, realistischsten Alien-Invasionsfilme, die ich kenne, aber eben ein Film, der jetzt nicht nur so als Science-Fiction-Film so auf einem intellektuellen Level begeistert, sondern auch einer, der dann ziemlich überraschend mit so einer emotionalen Note daherkommt, mit so einem Dreh, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das passiert und wo er dann mich wirklich auch nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz berührt hat. Und ja, viel besser kann es ein Film eigentlich nicht machen, dass er Kopf und Herz gleichzeitig so vereinnahmt, und deswegen bin ich für Arrival. Toll gesagt. Ich müsste mich hier auch entscheiden zwischen The Revenant und Arrival. Gefühlt tendiere ich jetzt im Moment eher zu Arrival, aber der ist natürlich einfach noch etwas frischer. The Revenant ist so gefühlt so richtig weit weg jetzt mittlerweile. Es war auch der erste Film, den ich 2016 gesehen habe, gleich mal völlig umgehauen im Kinosessel. Aber zwischen den beiden tendiere ich, weil das waren für mich auf jeden Fall die stärksten Leistungen, die mich am meisten beeindruckt haben. Tja, aber was sagen die Zuschauer? Der beste Film 2016, der goldene Popcorn Guy für das Jahr 2016, geht an La La Land. Moonlight. Oder? Das Leben des Brian. Oder das Leben des Brian. Oder aber an The Revenant. Ja, das Ja, ist kein Scherz. das ist kein The Scherz. Revenant hat gewonnen. Mit 39%, wie ich Also sehe. hier war auf jeden Fall die Wahl etwas schwieriger. An dieser Stelle muss man wirklich sagen, ging das Rennen ganz knapp zwischen The Revenant und Arrival. Also es fehlte wirklich nur an einer einzigen Stimme. Arrival wäre fast bester Film geworden und das ja, bestätigt meinen Filmgeschmack und auch meine Hoffnung. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich hätte Arrival auch sehr gegönnt, aber ich bin mit The Revenant sehr zufrieden als bester Film. Ja, das war's auch schon mit unserer Verleihung des diesjährigen Goldenen Popcorn Guy. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir müssen dann nochmal sichten, wer jetzt eigentlich alles gewonnen hat und so weiter. Und dann werden wir uns auch ziemlich bald Gedanken machen, wer wohl unser Popcorn Guy der Herzen fürs nächste Jahr wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass dann da jetzt doch auch leider einige Verlierer dabei sind. Aber so ist es. An euch vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß jetzt mit diesem Video und der Bekanntgabe der Gewinner. Und wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr für die Filme 2017 dann wieder am Start sind. Genau, wir sind jetzt schon fleißig am Sammeln, denn 2017 hat, obwohl jetzt erst 2 Monate ins Land gezogen sind, doch schon ein paar ganz gute Sachen hervorgebracht und ich glaube, dass die Wahl dann teilweise auch etwas schwieriger fallen könnte. Ja, und ich habe im Gegensatz zu 2016, habe ich für 2017 auch mal wieder die Hoffnung, dass es zwei, drei Blockbuster geben könnte, die richtig gut wären. Ja. Also bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch. Wäre ja auch schön, wenn mal so in dieser, ja, Blockbuster-breite Unterhaltungsschiene mal wieder etwas da ist, was wir beide gut finden. Ja, an dieser Stelle danke fürs Zugucken, fürs Aushalten und fürs Mitwählen. Macht's gut, geht weiter ins Kino, guckt Serien und Filme und ja, wir sehen uns.